Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück bei mir, dem Shining, der gerade über die Insel Zimmeln gondelt. Muss ich da oben hin? Quelle des Urwaldes, bitte hier entlang. Ja, dann gucken wir erstmal hier. Oh, da ist Geld. Das nehme ich doch. Das kann ich gut gebrauchen, nachdem ich die Bowser-Schergen pleite machen. Wirklich, ich kann ihre Schuld nicht selber zurückzahlen und müssen mich dafür pleite machen. Habe ich eigentlich diesen Schrittzähler aktiv? Ja, habe ich. Wie viele fehlen denn noch? Ja, 160 ungefähr. Wanderfahrt zum Quell des Urwaldes. Ja. Ich muss mich da durchprügeln, ne? Ist das für die Abenteuerlustigen? Oh, so ein großer Baum. Was das wohl für einer ist? Irgendwas ist jedenfalls seltsam an ihm. Ob der Quell oben in der Krone liegt, das wäre mal eine tolle Sache. Badespaß mitten im Grünen. Kann ich die Dinger... Ja, ich kann die Dinger kaputt schlagen. Konnte ich mir aber auch schon denken. Da fehlt was. Oje, um die Brücke ist es geschehen. Warum sind denn hier überall die Brücken kaputt? Der große Baum dort hat etwas Seltsames an sich. Von hier aus kommen wir nicht hinüber, um ihn uns anzusehen. Da hinten scheint es einen Pfad zu geben. Ob wir vielleicht doch irgendwie zu Fuß in unser Ziel gelangen können? Ja, da hinten wäre der Quell des Urwalds. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich hier auch ein geheimer Block versteckt. Deswegen lasse ich mal die hier an. Oh, ich habe meine 10.000 gerade voll gekriegt. Hier versteckt sie sich echt ein Pfad, der recht schlecht zu sehen war. Immer das mit diesem extrem hohen Gras. Oh, schaut nur, all die Gräser und Lianen. Es ist ja wie im Urwald hier. Dekormäßig wird im Bad Elysium wohl geklotzt, nicht gekleckert. Andererseits bei den Preisen. Jedenfalls sollte dieser Weg ans andere Ende der Brücke führen. Da bin ich mir fast sicher. Ja, die hatten ja auch extra einen Preis dafür schon bereit, wenn man das kaputt macht. Also wenn man sein Schloss drauf parken will. Das fand ich schon lustig. Oho, eine Weggabelung. Links oder rechts? Ich würde sagen, wir versuchen es recht. Das zeigt mir mein sechster Origami-Sinn. Einspruch, mein feines Hochhexergespür dringt aus Versehen nach links. Also, sage ich geradeaus. Olivia, tut mir leid, aber du hast mich schon so oft in die Scheiße geritten. Ich bin es nicht gewohnt, dass man auf mich hört. Also gebe ich dir noch eine Chance, es dir anders zu überlegen. Bist du dir sicher? Ja. Nicht mein Weg, vorzüglich gewählt. Wobei, irgendwie bizarr. Normalerweise hört doch nie jemand auf mich. Jetzt bekomme ich es ein wenig mit der Angst zu tun. Irgendwas will mich umbringen. Habt ihr auch gerade was gehört? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Zur Not kann ich doch auch eh beide Wege gehen, oder nicht? Ein erneuter Scheideweg. Also, da bin ich hier, da ich beim letzten Mal recht hatte, wie jedes Mal, erlaube ich mir die Führung zu übernehmen. Stimmt, Kamek hatte recht, aber irgendwie habe ich bei diesem Weg hier ein ganz tolles Gefühl. Und ich sage dir, dieser Weg ist richtig, meine Erfolgsquote gibt mir recht. Also, ich sehe, dass da links Sachen sind.
Ja, ich vertraue dir mal. Wir wissen ja auch gar nicht, ob es dich ins Leere geführt hätte. Da rasch es doch schon wieder. Das wird mir ja immer unheimlicher. Was mag dann nur so viel Lärm im Unterholz machen? Ich war noch nie in einem Urwald. Ob mysteriöses Raschen in den Tiefen des Dschungels ein gutes Zeichen ist? Nee, eigentlich nicht. War das ein Loch? Das ist ein Loch. Ein schlecht sichtbares Loch. Oder ist das beabsichtigt? Hilfe! Ein solcher Schreck in meinem Alter, habe ich nicht gesagt. Wir sollten den anderen Weg nehmen. Wenn wir lieben draus kommen, mache ich erstmal Urlaub. Aber seid weit weg von allen Urwäldern. Und dabei war ich ganz sicher, dass wir hier richtig sind. Und schon wieder raschelte es im Gebüsch, hört ihr? Vielleicht hat mich ja das Rascheln so verstört, dass ich den falschen Weg gewählt habe. Ja, wir hören ab sofort nicht mehr auf Olivia. Das bringt uns nur ins Verderben. Sag ich doch, dann kommen sogar schon die Wespen. Ja, toll. Ich habe trotzdem immer noch Plus gemacht, Leute. Nein, habe ich eigentlich nicht, glaube ich. Da ist nochmal so ein dämlicher Piekser. Aua. Das hat wehgetan. Wo bin ich hier? Ach, wieder so ein Bilderrätsel. Nope. Schon mal ein Glitzerpilz. Das und das gesellt sich. Okay, da ist die Hand. Eine Heilung. Und das hier. Damit kann ich dem Baum wehtun. Und ich kriege nochmal Geld geschenkt. Ja. Ich habe was runtergezogen. Wo ist der Junior? Hey, das bin ja ich. Nur weniger zerknittert. Ich mache da bestimmt gerade was, irgendwas Cooles. Der muss auch noch seinen Senf dazu geben. Die Heilung gerade ist extrem unnötig. Ein Loch. Auf dem Rückweg gucke ich mir auch mal an, was auf dem rechten Weg am Anfang war. Meister Edelwuchs. Warum kriege ich dich jetzt erst? Da war ein Loch. Oh, sagenhafter Eisenstiefel. Nein, danke, ich verzichte. Oh, eine große Lichtung. Aber eine Quelle sehe ich leider nicht. Ob der Weg hier unten zu Ende ist? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich muss nur die Löcher hier füllen. Die machen sich schon bereit, mir das Leben zur Hölle zu machen. Hier nix. Okay, ich muss die Piranha-Pflanzen bekämpfen.
Na komm, dann auf in die Schlacht. Pam. Ich hab schon mal rausgeprügelt. Nein. Einfach nur nein. Oh, ein Collarhammer. Das ist aber nett. So. Da muss ich eh mit den Eisenstiefeln drüber. Anders geht es gar nicht. Oh man, die Koller. Pam. Und jetzt mit den allseits bekannten Feuerhammer brenne ich sie nieder. Spitze reicht ja aus. So, die nächste Schergenschlacht. Die verschwinden auch, sobald man sie bewegt. Das ist ja mega fies. Zumindest sobald ich sie bewege. Ich frage mich ja schon, ob die Glitzereisenstiefel reichen würden. Aber erstmal die da weg. Pam. Ach komm, testen. Nein, die reichen nicht. Und Kamek verkackt seine Magie. Prima, jetzt werde ich deswegen gebissen. Nur weil Kamek seinen Job nicht hinbekommt. Och, Mann. Bin zu faul dafür. Dreht gefälligst. Ich stelle die jetzt einfach dahin und hoffe, dass Kamek seine Magie einsetzt. Danke. Los, meine Toads. Macht euren Job. Ich bin zu doof dafür. Wir wissen ja jetzt, die Glitzer, die bringt's nicht. Ja, prima. Hoffentlich bringt es gar nichts, wenn ich was mache. Die Glitzer sind auch zu... die Koller sind auch zu schwach, wollte ich gerade sagen. Und das war's mit dem Feuerhammer. Danke, Kamek! Danke! Hast dich mal nützlich gemacht. So, das hier runter. Hier jetzt rüber. Das ist fies.
Jetzt wissen wir, was die ganze Zeit im Hintergrund war. Hilfe, was war das denn? Hat das die ganze Zeit im Gebüsch geraschelt? Oh je, Mini, so ein Glück, dass ich das nicht wusste. Kettenhunde, König Bowsers treueste Untertan, in höhnischer Missgestalt aus Pappmasche. Davon muss ich unbedingt ein paar für seine Biesigkeit bestellen. Da wird er sich freuen. Aber fürs Erste sollten wir eine Begegnung vermeiden, ey, bis und es wäre nur noch Schnipse von uns übrig. Ja, ich würde die Begegnung auch gerne vermeiden. Nach Möglichkeit. Das würde nur wehtun. Da ist ein Ninja. Nein! Immer beißen die mich. Ja, Leute, ich würde mal sagen, hier machen wir jetzt für heute Schluss. Ich würde sagen, das war's für heute. Und ich würde sagen, ihr lasst ein Abo und ein Like für meine Leistung von heute da, die eigentlich aus nichts besteht. Ja, und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.